Ja, willkommen zur neuen Folge der Schwarzen Fahne. Ich kann jetzt den Namen nicht titulieren oder die Nummer der Folge, weil ich nicht weiß, wann die veröffentlicht wird, weil noch so viel in der Mache ist. Wahrscheinlich wird die Folge dann erst rauskommen, wenn der US-Präsident endlich im Amt ist. Aufgenommen wird er jedenfalls am 14.11. Und ja, heute sind wir mit Nils Wegner und Torben hier. Ich weiß nicht, ob Nils Wegner kann ein paar Worte noch zu sich verlieren, dass die Zuschauer wissen, mit wem sie es jetzt zu tun haben. Ja, kann ich natürlich machen. Guten Tag, ich bin Nils Wegner, Baujahr 87. Ich habe ein paar Jahre lang studiert, auch wenn das jetzt nicht wirklich eine Auszeichnung ist, habe danach ein paar Jahre lang als Lektor und eines von vielen Mädchen für alles im Verlag Antaios gearbeitet, habe dort zum Ausgang des Jahres 2017 meinen Hut genommen und beschäftige mich seitdem hauptsächlich mit Übersetzungen aus dem englischsprachigen Raum, schreibe immer noch einige Sachen selbst und verdiene die Schickelbucks, die man so für das Alltagsleben braucht, mit dem Lektorieren größtenteils nicht besonders guter Texte von größtenteils eher älteren Leuten, die ich damit besser und intelligenter aussehen lasse, als sie eigentlich sind, was mit Sicherheit ein bisschen zur problematischen Lage der Welt als solcher und der politischen Rechten im Speziellen beiträgt. Das ist im ersten Moment mal alles, was es zu sagen gibt, glaube ich. Er schreibt auch die ganzen Skripts für Torben hier im Podcast, ja, damit alle denken, er wäre intelligent. Ja, so ungefähr. Ich lasse meinen Hass in viele Kanäle fließen, auch in die schwarze Fahne. ja. Genau, ich habe vorhin schon die US-Wahl angesprochen, darum soll es eigentlich auch heute gehen. Die ist ja mittlerweile schon ein paar Tage her, was aber nicht heißt, dass man da schon ein ultimatives Ergebnis hat. Das ist eigentlich alles sehr interessant, was da so abgeht, ja. Es ist ja irgendwie so, dass erst Trump, sag ich mal, vorne lag und es dann so darauf danach aussah, dass er die Wahl wieder für sich entscheiden kann. Dann kamen irgendwie so diese paar Stimmen, wie man so sagte, dazu für Biden. Irgendwie mitten in der Nacht, da gab es ja auch so ein paar, wie sagt man, Unregelmäßigkeiten. Somit ist jetzt Biden aktuell zumindest derjenige, der vorne liegt, was aber nicht heißt, dass er zwangsläufig Präsident wird. Weil so ähnlich war es ja auch bei Al Gore zum Beispiel gegen Bush. Lag er auch vorne, die Medien haben ihn zum Sieger gekürt. Letztendlich sind aber die Medien ja nicht diejenigen, die entscheiden, wer Präsident wird, ja. Das ist theoretisch richtig, auch wenn das in den USA ja zurzeit ein bisschen anders gesehen wird. Ich meine, es war ja, glaube ich, irgendeine Fox News Moderatorin, die versehentlich in ein offenes Mikrofon sich geäußert hat, als ihr jemand die Nachricht hinterbracht hat, dass das Wahlergebnis, das Fox News bereits verkündet hatte, immer noch strittig sei, wo sie sich dann lauthals darüber beschwert hat, dass es ja wohl niemandem zukomme, noch irgendein Resultat, das die Medien und Fox News insbesondere bereits verkündet hätten, anzuzweifeln. Also ja, im Großen und Ganzen würden natürlich Politiker in einer Mediennation wie Amerika und einer Mediengesellschaft wie dem Westen als solchem in den Medien mindestens verkündet, wenn nicht sogar durch die Medien gemacht. Oder eben im Beispiel von Gore versus Bush von 2000, das du gerade angeführt hast, durch den Supreme Court und insbesondere damals ja auch durch eine jüngst verstorbene, sehr alt gewordene Supreme Court Richterin, was in den Nachrufen auf sie dann doch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Aber gut, sei es drum. Die Rolle der Medien ist sowieso eine ganz spezielle, was Trumps Aufstieg, Trumps Präsidentschaft und Trumps Niedergang beziehungsweise das mutmaßliche, voraussichtliche Ende seiner Präsidentschaft angeht, wie wir sicherlich alle einigermaßen mitbekommen haben, wenn man ein Gespür dafür hat. Ja, also zum einen natürlich, die Medien machen sicherlich irgendwann Präsidenten, klar. Vielleicht jetzt nicht so direkt, indem sie sagen, oh, du bist jetzt Präsident, sondern natürlich durch Meinungsmache und so, klar. Ja gut, der Supreme Court ist ja jetzt, wie man so gehört hat, in Anführungszeichen konservativ überwiegend. Oder zumindest haben die da eine konservative Mehrheit, seit da diese von dir angesprochene alte Person da ersetzt wurde durch irgendeine Frau, die... Ja. Punkt. Das reicht eigentlich schon als Information. Bedingt. Genau. Also tatsächlich, was
Es ist natürlich immer eine Frage, ob die Leute, die dort sitzen, konservativ gesinnt sind oder ob sie irgendwelche Parteibuch-Konservativen sind. Und wenn man sich gewisse Entscheidungen, die der Supreme Court gefällt hat, jetzt natürlich nicht gerade was irgendwie Abtreibung oder derartige Dinge angeht, anschaut, dann ist der Supreme Court tatsächlich im Rahmen seiner Funktion tatsächlich immer schon eher konservativ gewesen. Gerade auch was die getroffenen Entscheidungen nach der Ernennung von Clarence Thomas, diesem schwarzen Supreme Court Richter, um den es damals so große Furore gab, wo sich beispielsweise ein damals noch nicht so sehr im Rampenlicht stehender Senator Joe Biden sehr unschicklich hervorgetan hat bei den entsprechenden Hearings, bevor Clarence Thomas zum Supreme Court Judge ernannt wurde. Und was eben dadurch auch sehr beeindruckend geworden ist, weil das durch den Fall Paula Jones, der daraus entstanden ist, mit sexueller Belästigung im Amt und dergleichen, quasi das Vorspiel zur Kampagne um Monica Lewinsky und das Impeachment-Verfahren, das versuchte gegen Bill Clinton gebildet hat. Aber gut, das sind nur Details. Letzten Endes ist diese ganze Supreme Court-Sache und der Tod von RBG und die Ernennung von ACB, von Amy Coney Barrett, tatsächlich auch ein einziges großes Theaterstück gewesen und ist es wahrscheinlich auch immer noch. Denn die Dame, die hat ja irgendwie ein adoptiertes Kind oder dergleichen. Also da ist nun wirklich auch Ja, nicht davon sogar auszugehen. zwei, soweit ich weiß. Ah, okay. Also da ist nun wirklich auch nicht davon auszugehen, dass irgendwelche revolutionären Akte von diesem obersten Gerichtshof in den USA herkommen. Erst recht Ja. nicht das, was dann so lauthals beklagt wurde von feministischer Seite, dass Roe v. Wade, also die Entscheidung über das Kippen des grundsätzlichen US-weiten Abtreibungsverbots, dass das jetzt irgendwie rückgängig gemacht würde. Aber ich meine, gut, klar, diese ganzen idiotischen theatralischen Auftritte von irgendwelchen Flintenweibern in den Kostümen dieser Handmaid aus A Handmaid's Tale hat man ja nun die ganze Präsidentschaft Trumps hindurch gesehen. Das ist jetzt natürlich ein Meme, dass sie sich ungern wieder aus der Hand winden lassen, auch wenn das mit Sicherheit etwas ist, wonach in spätestens 2, 3 Jahren kein Hahn mehr kräht. Und das ist natürlich besonders lustig, wenn man sich vor Augen hält, was Hahn auf Englisch heißt. Aber gut, ja, machen wir mit den schlechten Wortspielen jetzt einfach Okay. unbegrenzt weiter. Ja, du hast es mit den alten Kindern jetzt angesprochen, du hast es so diplomatisch und politisch korrekt ausgedrückt, deswegen habe ich das vorhin nicht erwähnt. Ich hätte da irgendwie unpassende Worte dafür gefunden, hätte dann wieder rausgepiept werden müssen oder so. Ja, der Hahn. Du hast jetzt vorhin noch angesprochen, dass deiner Meinung nach Trump nicht mehr wiedergewählt wird oder nicht mehr wieder Präsident wird. Habe ich das so richtig verstanden? Also ich gehe nicht davon aus, dass egal wie jetzt diese ganzen Nachzählungen und die Litigation, die Gerichtsverfahren, die bereits angestrengt wurden in verschiedenen Bundesstaaten und auch teilweise schon wieder abgeschmettert wurden, weil es gewisse doch recht hoch angesiedelte Hürden dafür gibt, dass solche Wahlbeschwerden überhaupt vom Gericht angenommen werden, dass das dazu führt, dass letzten Endes doch Donald Trump als Präsident bestätigt wird. Und zwar muss man dazu ganz einfach sagen, dass dieser Vorwurf des Wahlbetruges, auch wenn das in den USA etwas ist, was immer wieder vorkommt, was schon fast eine gewisse Tradition hat, was insbesondere auf kommunaler Ebene in verschiedenen US-Städten wie insbesondere Philadelphia und Detroit beispielsweise, wo es immer mal wieder gerade bei Bürgermeisterwahlen eine 110-prozentige Wahlbeteiligung gibt und solche Sachen, schon fast etwas ist, wovon die Leute fest ausgehen, weil es eben so eine Art Lokalkolorit ist. Das Wahlbetrug ist etwas, was beide Parteien und beide politische Lager sich immer gegenseitig vorwerfen, natürlich umso mehr, je wichtiger die Wahl ist, gerade bei Präsidentschaftswahlen. Es hat auch immer wieder nachgewiesene und teilweise recht krasse Fälle von Wahlbetrug gegeben, bis ins 19. Jahrhundert hinein. 1824, die Wahl, in der John Quincy Adams letzten Endes Präsident geworden ist, war zum Beispiel so eine. Da gab es vier Kandidaten, die tatsächlich einen Stimmengleichstand auf sich verbuchen konnten und wo es dann nur durch viel Schiebungen aufgrund von persönlichen Feindschaften und so dazu gekommen ist, dass nicht Thomas Jefferson, der eigentliche, pardon, nicht Andrew Jackson, der eigentliche Favorit, sondern eben Adams letzten Endes zum Präsident gewählt wurde oder Präsident ernannt wurde vom Wahlmännerkollegium.
Und die Demokraten, die Linken werfen grundsätzlich den Rechten vor, Voter Exclusion oder Voter Suppression zu begehen. Also Wähler, die eigentlich das Recht hätten, ihre Stimme abzugeben, durch gesetzliche Schiebungen und derartige Sperrenzchen von der Wahl abzuhalten oder deren Stimmen ungültig zu machen, dass beispielsweise die Wahlzettel und der Zugang zum Wahllokal und die Bedingungen, die man erfüllen muss, um wählen zu dürfen, also sich eine Voter-ID zu besorgen und so, dass die so hoch angesiedelt werden, dass beispielsweise funktionale Analphabeten oder Angehörige der Unterschicht nicht das Gehirnschmalz oder das notwendige Kleingeld mitbringen, um da überhaupt ihre Stimme, die eigentlich wert wäre, gezählt zu werden, wirklich zum Ausdruck zu bringen, um ihre ja, Ballot zu casten sozusagen. Und auf der anderen Seite werfen die Republikaner, die Rechten, den Dems unentwegt vor, eben Voter Fraud zu begehen, die Ballots zu stuffen, wie man so schön sagt, indem sie eben irgendwelche Leute herankarren, die eigentlich gar nicht wählen dürften und durch irgendwelche Schwulitäten dafür sorgen, dass diese Stimmen dann eben halt mitgezählt werden für die Demokraten und dadurch das Ergebnis letzten Endes verzerrt wird. Und was diese 2000er-Wahl, diese schicksalhafte Gore gegen Bush angeht, ist, soweit ich weiß, eigentlich der einhellige Standpunkt, dass tatsächlich Al Gore in Florida gewonnen hätte oder gewonnen hat und letzten Endes diese Neuauszählung, die durch die Supreme Court-Entscheidung gestoppt wurde, das bestätigt hätte, wenn sie eben nicht vom Supreme Court gestoppt worden wäre und dass letzten Endes tatsächlich Al Gore hätte Präsident werden können. Was damals durch die Verwerfungen, die es durch die Diskrepanz zwischen den Exit Polls, also den Befragungen der Wähler, die aus den Wahllokalen kommen, wo sie ihre Stimme abgegeben haben, und dem letzten Endes durch die Supreme Court-Entscheidung heraufbeschworenen Ergebnis tatsächlich dazu geführt hat, dass die Exit Polls seitdem, seit 2000 in den USA, nicht mehr das Mittel der Wahl sind, um die Projections für die Medien auszugeben. Seitdem hat man von diesen Exit Polls Abstand genommen, um sich eben nicht die Blöße geben zu müssen, am Tag nach der Präsidentschaftswahl reihenweise falsche Titel, Schlagzeilen in den Zeitungen und sonst nicht wo zu haben. Und wie sich jetzt bei dieser Wahl gezeigt hat, wäre es vielleicht doch etwas sinnvoller gewesen, Exit Polls vorzunehmen, weil die natürlich auch ein Stück weit ein zumindest oberflächliches Mittel zur frühzeitigen Feststellung von Voter Fraud sind, wenn eben die Ergebnisse der Exit Polls, der Befragungen, der gerade vollzogenen Stimmabgaben extrem weit von den tatsächlichen, letztendlichen scheinbaren Ergebnissen abweichen. Ja, es wäre ja eigentlich gut, wenn so Analphabeten und so weiter nicht wählen dürften, das muss man auch mal ganz klar sagen. Wie können die überhaupt wählen? Die können ja nicht mal den Namen lesen, den sie ankreuzen, aber gut. Das hängt eben davon ab, was das persönliche Verständnis von Demokratie ist. Also man muss jetzt wirklich kein Befürworter einer Militärdiktatur sein oder so. Ich meine, es hilft natürlich dabei, aber man muss es nicht unbedingt sein, um an gewissen Grundmechanismen dieser Stimmabgabe oder wie, ich glaube, es war Michael Klonowski mal geschrieben hat, diesem Voodoo-Ritual, dass die weißen Männer alle 4 Jahre einmal lauter Zettel in eine Kiste werfen und dann glauben, sie könnten damit irgendwie ihr politisches oder menschliches Heil heraufbeschwören. Dass es da gewisse Probleme gibt, wenn eben lauter funktionale Analphabeten beispielsweise oder ohne jetzt gemein sein zu wollen, eben demente Insassen von Altersheimen oder so, dass deren Stimmen genauso gezählt werden wie eben die von Average Joe Sixpack in den USA oder Otto Normalverbraucher in der BRD. Da kann man eben schon mal die Frage stellen, ob das wirklich sinnvoll ist, insbesondere in heutigen Massengesellschaften. Man muss ja auch sagen, in Deutschland ist es ja eigentlich auch so, dass nur mündige Bürger wählen dürfen, interessanterweise. Also. Ja, aber ich meine, Entmündigungen kommen zwar, glaube ich, noch aus Krankheitsgründen hin und wieder mal vor, aber sind jetzt, zumindest soweit mir bekannt ist, aus medizinischer Indikation eher eine Seltenheit. Theoretisch gibt es ja auch immer noch das rechtliche Instrument, Leuten das aktive und passive Wahlrecht zu entziehen. Also der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, wie es so schön heißt. Aber das ist auch etwas, was meines Wissens nicht mehr praktiziert wird, schon eine ganze Weile nicht mehr. Wahrscheinlich auch was, was Wahlen jetzt nicht so signifikant entscheiden würde. Gut, ich sag mal, in Amerika ist eine gewisse
ich sag mal, ethnische Gruppe, die vielleicht auch überwiegend Demokraten wählt, vielleicht noch eher analphabetisch, sage ich jetzt mal. Insofern wäre das natürlich auch ein weiterer Vorteil aus, ich sag zumindest mal, republikanischer Sicht. Ob natürlich die Republikaner gut für die Rechte sind, ist nochmal ein anderes Thema. Ja, man glaubt immer, dass gewisse ethnische Gruppen vorwiegend Demokraten wählen würden. Diejenigen Leute, die immer von der Bedeutung der ethnischen Wahl reden und so weiter, machen sich das da aber ein bisschen zu einfach, weil ein Identitätsbewusstsein, wie man es dafür bräuchte, um wirklich koordiniert im ethnischen Rahmen abzustimmen, gerade auch bei den Angehörigen dieser oft in etwas schwierigen Verhältnissen lebenden Ethnien oft nicht vorhanden ist. Und dementsprechend ist es eben halt so, dass den Zahlen nach, die ich gesehen habe, wobei ich das auch nur kursorisch betrachtet habe, beispielsweise Donald Trump gegenüber den doch beachtlichen Verlusten, die er von Weißen hinnehmen musste, zum Beispiel bei schwarzen Frauen als demoskopischer Gruppe, ansehnlich zugelegt hat. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass er eben kurz vor der Wahl noch diesen Platinum Plan angekündigt hat, oder ob das damit zu tun hat, dass er bei den Black Lives Matter Unruhen die Hände in den Schoß gelegt und nichts getan hat und dementsprechend die Daddies, diese Frauen nicht reihenweise in den Knast gesteckt hat. Das vermag ich nicht zu beurteilen, aber es ist doch schon bemerkenswert. Ja gut, das ist so ein bisschen der Alfred-Take, dass Ausländer sozusagen nicht genug politisch organisiert sind und deswegen auch dieser demografische Wandel weniger ein großes Problem ist. Aber es ist nun mal so, dass das mit der ethnischen Wahl, also ich bin schon mehr oder weniger Anhänger dieser These, dass natürlich diese entsprechenden Gruppen auch für ihre Interessen eben zumindest wählen, auch wenn es vielleicht nur unbewusst ist und nicht eine organisierte Sache. Man sieht das ja auch an den Wahlergebnissen. Also die Abstimmungsergebnisse für die Demokraten waren ein ganz Stück schlechter als bei der letzten Wahl unter den Farbigen, aber trotzdem stellen die immer noch die überwiegende Mehrheit. Also die, ich weiß nicht. Das unbenommen. Ich stelle nur in Frage, ob das jetzt wirklich eine strategische Komponente hat. Denn um wirklich koordiniert identitätspolitisch aktiv zu sein, bedarf es auch erstmal eines gewissen Bildungshorizonts und einer gewissen Fähigkeit zur politischen Organisation. Selbst zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung hat es ja einige wenige Gemeinschaftsführer gebraucht, die an Universitäten geschult worden sind, die teilweise auch, wie wir heutzutage wissen, durch kommunistische Kaderschulungen gegangen sind, um überhaupt erstmal das Grundbesteck mitzubringen, diese Organisation aufzuziehen. Und diese ganzen Organisationen wie La Raza für die Hispanics und was es da nicht an Black Lives Matter Gruppen und Koordinationsorganen gibt, die werden ja teilweise gar nicht von Angehörigen der jeweils angepeilten Minderheiten betrieben, sondern von teilweise Weißen und teilweise von Leuten, die aussehen wie Weiße. Ja, yeah, das ist auch gerade bei Martin Luther King ja auch der Fall gewesen, ne? Ja, wohingegen eben die Leute, die meinetwegen in Detroit im Stadtzentrum leben und halt, ja, wie gesagt, nicht so den entsprechenden Bildungshorizont haben, sich im Zweifelsfall einfach kaufen lassen. Das ist natürlich auch eine Abstimmung zugunsten ihrer persönlichen Interessen, aber das hat weniger was mit Identitätspolitik zu tun, als mit einer High-Time-Preference und der Aussicht auf eben dann meinetwegen so ein Stimulus von $500 einfach mal eben so auf die Kralle im Monat. Ja, also die GIFs sind dann im Zweifelsfall ein bisschen wichtiger als die identitätspolitischen Fragen. Ja, das stimmt schon, ja, das würde ich auch, das würde, also muss ich mal sagen, das würde ich auch nicht leugnen, aber das ändert ja nichts letztendlich am Ergebnis, ja. Und dass natürlich gewisse Gruppen, die jetzt dann sowas wie hinter Martin Luther King oder sowas oder da gewisse Personen oder was auch immer, Ethnien, religiöse Gruppen, je nachdem, die dahinter stehen, denen kann man ja theoretisch dann auch diese Agenda unterstellen, auch wenn jetzt vielleicht die Schwarzen selber die nicht haben.
Sicher, ja. Nur hat das eben auch nichts mit der Parteipräferenz zu tun. Die Minderheiten werden immer diejenige Partei wählen, die am meisten für sie tut, egal ob das jetzt die Demokraten oder die Republikaner sind. Und was das angeht, also diesen Appeal, sich direkt an irgendwelche immer weiter anwachsenden Minderheiten, noch Minderheitenbevölkerung zu wenden, das ist ja etwas, wo beide Parteien immer weiter konvergieren, weil beide erkannt haben, oder zumindest diese Parteien bestimmenden Strategen, dass es ohne nicht geht und dass man im Prinzip auf Whitey weitestgehend dass man, ohne jetzt großartig unflätig oder noch unflätiger werden zu wollen, dass man da eben nicht so viel drauf geben muss. Den Demokraten wird es wahrscheinlich egal sein, weil die eben halt, natürlich sind auch die Demokraten in ihrem Establishment immer noch eine weiße Partei, aber da wächst eben deutlich mehr an Minderheitenprotagonisten nach, als bei den Republikanern, trotz solcher Aushängeschilder wie Ted Cruz oder was die da so auffahren können. Mhm. Die werden also weitgehend die Weißen eher unter ferner Liefen verbuchen, wohingegen die Republikaner, was glaube ich auch einer der wesentlichen Gründe für das Resultat dieser jetzigen Präsidentschaftswahl ist, davon ausgehen, dass die Weißen sowieso republikanisch wählen werden und man ihnen deswegen jetzt auch keine großartigen Versprechungen machen muss oder sie nicht gesondert als demoskopische Gruppe und interessante Wählerklientel ansprechen muss. Und manchmal fällt man damit halt auf die Schnauze, insbesondere wenn man das Ganze schon mal gemacht hat und viele Versprechungen gemacht hat, so wie 2016, und davon relativ wenig eingehalten hat. Man muss halt auch sagen, das heißt ja nicht, dass ethnische Wahl jetzt heißt, die wählen alle Demokraten, Weiße wählen alle hier Republikaner, sondern eben, dass die Parteien wählen, die entsprechend gut für sie sind, logischerweise, und ja, Weiße eben die Partei idealerweise, die sich für ihre Interessen einsetzt. Wenn es natürlich so ist, dass beide Parteien sich letztendlich nicht für die Interessen der Weißen einsetzen, sondern für die der anderen, sage ich jetzt einfach mal, dann ist es in dem Sinne ja vollkommen egal, welche Partei sozusagen auch aus ethnischer Sicht die wählen, ja. Wenn jetzt eine AfD noch weiter, zum Beispiel, ja, wenn die jetzt noch weiter irgendwie Minderheiten und Politik machen würden, oder noch stärker oder wie auch immer, dann ist es ja auch logisch, dass diese Minderheiten eher diese Partei wählen. Vielleicht immer noch nicht in diesem kompletten Ausmaß, ja, aber zumindest ein bisschen mehr, ja. Ich hatte es auch ist ja auch schon so, dass Leute in der... Nee. Achso, lass mich kurz noch den Satz sagen. Ja. Hast du, dass Leute in der republikanischen Partei eben diesen Trend auch, dass sie auch schon öffentlich ausgesprochen haben, dass sie sagen, ja, wir müssen uns zu einer multiethnischen Wählerschicht sozusagen hinwenden. Ja. Ja. Was wolltest du jetzt sagen? Also, ja, ich wollte eigentlich schon seit 5 Minuten sagen, ich hatte mal mit einem Kumpel drüber geredet und wir hatten so eine, also relativ interessante Debatte auch zu den USA, und da hat er sozusagen, also halb scherzhaft, aber natürlich wäre das auch eine Option, so eine Vermutung aufgestellt, dass wenn jetzt Trump gewinnen sollte und wenn jetzt seine, also wenn die Republikaner jetzt sozusagen so eine Mischung aus dieser alten Neocon-Politik und dieser MAGA-Politik unter den Vorzeichen, sage ich mal, dass man jetzt die farbigen stärker anspricht, sozusagen fahren würden, dass sozusagen die Republikaner sozusagen zu einer Partei von so einem bunten amerikanischen Imperialismus werden würden, während die Demokraten wieder stärker dann sozusagen die weißen Interessen oder die BOSP-Wählerbasis ansprechen würde und dann wieder zur isolationistischen, nativistischen Partei sozusagen werden könnte. Dann quasi wieder zu dem zurück, was sie mal waren tatsächlich, also eher die Partei für die Weißen. Das ist ja dann auch trotzdem noch ethnische Wahl sozusagen, wenn die, selbst wenn die Partei sich jetzt wenden würden, oder wie, es ist ja auch so, dass die ganzen Südstaaten früher Demokraten gewählt haben, ja, und dass zum Beispiel auch David Duke, sagst du glaube ich auch im Senat, auch für die Demokraten da drin saß. Das war glaube ich für die Republikaner, denn das war ja dem Hartzeller Act von 1965. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es für die Demokraten war, zumindest irgendeine Funktion, die er hatte. Aber auf jeden Fall gab es ja noch Anfang der 50er Jahre diese Dixiecrats-Abspaltung, die auch relativ interessant ist. Also diese States-Right-Party. Ja, das war seinerzeit wann war denn das? Genau, als ich Anfang September eine Folge von der
von der Lagebesprechung von 1% bespielen durfte. Da habe ich das ein bisschen referiert. Und okay, ansonsten gibt es auch mehrere Folgen von Fash the Nation, die sich sehr intensiv damit befasst haben. Jetzt muss ich kurz einwerfen. Du hattest recht, ja. Duke bewarb sich erstmals 75 für die Demokraten und dann hat er irgendwie gewechselt zu den Republikanern und dann war er im Abgeordneten, im Repräsentantenhaus gesessen, ja. Naja, gut. Egal. Ja, also zu der Zeit war der Drops eigentlich gelutscht. Also da hatten die Demokraten bereits erkannt, wo ihre Zukunft liegt und dementsprechend ist das Ganze dann auch gelaufen. Ja. Gut. Aber letztendlich auch, zum Beispiel Richard Spencer hat ja auch gesagt, ich setze jetzt auf die Demokraten oder so, hat sich mehr oder weniger von den Republikanern abgewandt und viele, ich denke auch so enttäuschte Wähler haben dann eben gesagt, okay, ich werde jetzt nicht mehr Trump. Da gab es ja dieses Bild, sage ich jetzt mal, mit dieser Wählerstatistik, was auch immer. Weiß nicht, wie aktuell das jetzt alles noch ist, aber dass weiße Männer sozusagen die einzige Gruppe sind, bei der Trump nicht zulegen konnte, sondern abgenommen hat. Weiße Frauen tatsächlich auch mehr Trump gewählt haben, aber eben, ja, wie gesagt, alle anderen ethnischen Gruppen mehr Trump gewählt haben. Letztendlich natürlich trotzdem weniger als die Demokraten, außer bei weißen Frauen, und die haben natürlich wiederum noch ein bisschen mehr Republikaner gewählt, ja. Gut. Es gab ja bei den Latinos, gab es ja tatsächlich auch so ein bisschen, das haben wir auch in einer der vorherigen Folgen, soweit ich weiß, angesprochen, die sind auch so ein bisschen wechselwählerhaft, ja. Mhm. Weil die eben durch diese Black Lives Matter-Sache so ein bisschen auch zu den Republikanern dann getrieben wurden. Es gab ja auch, glaube ich, so diesen American Dream Plan. Das ist quasi so der Platinum-Plan nur für Latin-X-Personen. Ja, genau. Also die Latinos als weitere große und für Wahlarithmetik bedeutsame Minderheit, ich glaube sogar noch bedeutsamer als die Schwarzen. Mussten natürlich auch entsprechend irgendwie durch Versprechungen herbeigelockt werden. Und dementsprechend hat es sowas wie den Platinum Plan für die Afroamerikaner auch für die Latinos gegeben. Genauso wie natürlich die fast schon klischeehaften, regelmäßig kommenden Aussichten auf die nächste Amnesty für illegale Einwanderer. Ich glaube, das ist mittlerweile die siebte, die es insgesamt gegeben hat. Und für Weiße gibt es ja nur den Hutenplan. Ja, es ist Amnesie statt Amnestie. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Frage, was dem entgegensteht. Wenn man jetzt die Alternative Right Kanäle konsultiert, da gibt es natürlich auch viel Wut und da wird dann auch eben teilweise darauf abgehoben, was man tatsächlich hätte machen müssen, um diese anti-illegale Einwanderungspolitik, die eines der wesentlichen Argumente von Trump 2016 war, tatsächlich durchzusetzen und um tatsächlich einen gewissen Abschreckungseffekt zu erzielen, denn ohne hört diese illegale Grenzüberschreitung ja nicht auf. Eine Mauer ist ja auch nicht gebaut worden. Hätte man eben halt tatsächlich anfangen müssen, das ICE, also die Einwanderungs- und Zollbehörde und meinetwegen das FBI oder das Heimatschutzministerium wirklich in den entsprechenden Counties in Florida und Texas und so weiter wirklich von Tür zu Tür gehen und diese Leute da rauszerren, wenn die keinen Pass oder keine Green Card oder sonst irgendwas vorweisen können. Das ist dann wieder das Problem mit den schlechten Bildern. Das ist ja auch das, Petri auch so... Das ist auch so dieses dumme Argument, das regt mich auch immer auf, so, was also die schlechten Bilder sind. Ja, ich meine, wie willst du sie denn sonst loswerden? Ja, aber das ist trotzdem eben so. Also ich meine, wir sind eben in der Gesellschaft, also Spengler hat ja 1932 davon gesprochen, dass die 50 Jahre Frieden zwischen 1871 und 1914 wirklich, also detrimental auf die Psyche Westeuropas eingewirkt hätten. Und das Gleiche ist eben noch wahrer für die Zeit zwischen 1945 und heute. Es gab keine kriegerische Auseinandersetzung, es gab keine materielle Armut, die Leute sind völlig aus einer Situation herausgehoben, wo es auch nur irgendwie darum geht, Gewalt anzuwenden, wirklich. Die Leute sind wirtschaftlich voll versorgt und da sind natürlich Bilder wie Familie wird aus dem Haus herausgerissen, alles, was in Richtung ethnische Säuberung geht, weinende Kinder, Schusswunden, all das ist natürlich ein großer Schock für diese Leute. Das stimmt schon. Und deshalb hat sie auch Petri so abgekriegt. Deshalb hat sie auch Petri so abgekriegt, als sie gefordert hat, dass man im Zweifelsfall auch an der Grenze auf Kinder sollte.
Richtig, ja. Ich brauche natürlich nicht Spengler, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass halt diese, dass wir halt in so einem pazifistischen Zeitalter leben, mehr oder weniger, und dass alles, was irgendwie damit zu tun hat, natürlich extrem abgelehnt wird. Man sieht es ja selbst in rechten Kreisen teilweise, dass dann so, oh, jetzt werden hier irgendwelche Armenier umgebracht und dann weinen die Leute darum, wo ich mir denke, Alter, also ich sage jetzt nicht, was ich mir dazu denke, ja. Du denkst dir dabei, die Gedanken sind frei. Ja, genau, ja, da bleibt's dabei. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch nicht umhin kommen, einmal den, was war es, ich glaube, Brandenburg, dem brandenburgischen Innenministerium für die großartige Werbung für diesen schönen Podcast hier zu danken. Ja, wir haben das schon mal behandelt. Also. Ja. Dementsprechend auch an alle Schlapphüte und Staatsanwälte, die vielleicht zuhören. Ich hoffe, es tut richtig weh. Ich hoffe, es tut richtig weh, dass ihr euch dieses lange und quälende Jurastudium angetan habt, vielleicht noch in den bekloppten CV eingetreten seid und die peinliche und entwürdigende Beamtenlaufbahn dieser albernen Staatskulisse durchgemacht habt, nur um jetzt in irgendeinem schlecht belüfteten Büro oder im Homeoffice zu sitzen, und euch Podcasts anzuhören, in denen es um alberne popkulturelle Versatzstücke und irgendwelche komischen ex-pseudorechten Frauen, die sich jetzt OnlyFans-Accounts angelegt haben, geht. Ich hoffe, es tut richtig weh. Sucks to be you. KYS. Dankeschön. Also das wäre mein absoluter Traumberuf, mir den ganzen Tag so Podcasts von Rechten über Drake und Josh anzuhören, ja. Also, du meinst unpolitische Lifestyle-Podcast? Ja, genau, ja, richtig. Ich frage mich sowieso, wie die uns in diese rechte Ecke gedrängt Ja. haben. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Wir sind ja fest verankert im Bürgerblock, also. Das liegt ausschließlich an deinem ehemaligen Benutzerbild. Das ist doch Also, klar. nee, aber das Geile meins? war Ich ja weiß auch, gar nicht, wer das war. das fand ich auch richtig geil. So, Alfred, der die ganze Zeit so die Distanzeritis hat, ist dann der, der im Verfassungsschutzbericht mit drin steht, weil er D'Annunzio als Profilbild hatte. Also richtig geil. Also Das ist die schon perfekt. Richtigen bekommen es immer ab, so. Also, das ist sehr gut. Ja, du weißt, das Leben ist ungerecht, ja. Das ist ein Aber Würfelspiel. das kommt auch dazu, ja. Und ich bin Jetzt Glück hast und du Valentin ist glücksspielsüchtig, deshalb. ja, genau, deswegen ist das dein Lieblingslied, ja. Aber was ich noch fragen wollte, ist, wir hatten jetzt schon ein bisschen angesprochen, Demokraten, Republikaner, das war nicht immer alles so festgefahren wie heute. Jetzt würde mich mal interessieren, du hattest das, glaube ich, schon im Podcast angesprochen mit Jonas Schick, dass dann ja irgendwann so eine Art Umschwung gab. Also nach dem Krieg sozusagen, wo die Demokraten die Schwarzen als Wählerbasis entdeckt haben. Jetzt würde mich mal Ja, das ist interessieren, also richtig. ich meine auch Leute wie Franklin D. Roosevelt, also wenn man sich die also die Stäbe, die die hatten, anschaut und so weiter und die Politik, die die betrieben haben, waren ja auch nicht gerade so am Interesse Amerikas orientiert oder so oder der angelsächsischen oder nordeuropäischen Kernbevölkerung. Mich würde mal interessieren, wie war das denn davor? Wie war es unter dem ersten Roosevelt? Welche Partei hat sich eher für diese Einwanderungsgesetzgebung in den 20ern eingesetzt, die ja quasi diese nordeuropäische Identität erhalten wollte? Und wie war das im 19. Jahrhundert? Also man hört immer mal wieder so, die Demokraten hatten so die Konföderierten unterstützt, aber so richtig viel hört man sonst auch nicht. Also wie war es vor? Demo KKK-Rats. Ja, genau, also die Demokraten ihrer Plantage. Also wie war das vor 1945? Wie war es auch vielleicht vor 1900 mit diesem Parteienverhältnis? Oh, meine Güte, damit überfällst du mich jetzt ein bisschen. Also ganz grundsätzlich sind diese parteipolitischen Probleme, die die USA jetzt haben und schon seit ungefähr 70 Jahren haben, ein Stück weit in ihrer Gründung angelegt. Denn die Gründerväter als solche wollten ursprünglich gar nicht so recht ein großes Parteienunwesen in ihrem neuen Staat haben, weil man dem ja gerade mehr oder weniger entronnen war, nachdem man sich von der britischen Krone gelöst hatte. Und die verschiedenen Parteiversuche und Projekte, die es dort gegeben hat. Es gab ja auch nicht immer dieses große Zwei-Parteien-System, das im Prinzip alles andere, ja, mehr oder weniger Spaßveranstaltungen sind, so wie die Libertarian Party oder die Green Party oder so. Ist meines Wissens im Großen und Ganzen eine Folge des Sezessionskrieges gewesen. Inwieweit sich da damals schon die Sympathien der unterschiedlichen Parteien und Parteiexponenten für oder wider irgendwelche Minderheiten abgezeichnet haben, kann ich jetzt nicht
ad hoc sagen, fällt aber, glaube ich, gar nicht so ins Gewicht, weil es dieses Einwanderungsproblem, also dass man damals akut als Problem gesehen hat und dann zwischenzeitlich als Bereicherung gelernt hat zu begreifen, damals noch gar nicht so sehr gegeben hat. Das ist im Prinzip erst ein Produkt des frühen 20. Jahrhunderts infolge der zunehmenden Industrialisierung und des Bedarfs an billigen Arbeitskräften. Denn so etwas wie eine große Einwanderung aus China beispielsweise, die zu den ersten Immigration Acts in den USA geführt hat, oder eine umfangreiche Einwanderung gewisser osteuropäischer Gruppen. Ich wollte gerade sagen, von sogenannten Eastern and South European Minorities, die dort verfolgt wurden und dementsprechend schon damals die Reise über den großen Teich angetreten haben. Sachsen oder was? Ja, Banater Schwaben waren das, glaube ich, damals in der Mehrheit. Das ist auch alles ein Produkt des auslaufenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Also zu Zeiten der Gründerväter und auch schon noch zu Zeiten des Sezessionskrieges hat sich die Frage danach noch gar nicht so sehr gestellt, insbesondere weil auch eine geraume Zeit die verschiedenen Angehörigen von Minderheiten, vornehmlich die Schwarzen, überhaupt nicht wählen durften und dementsprechend auch keine potenzielle politische Klientel abgegeben haben. Aber ansonsten viel mehr als das bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein eben die Demokraten, die Party of the White Man waren und gegen die Republikaner als, das ist jetzt nur ein Zitat, the Party of the New oder the Platform Propaganda gemacht haben, kann ich da jetzt kein großes Detailwissen zu preisgeben. Möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und irgendwelche Thesen präsentieren, die ich nicht mit Faktenwissen unterstützen kann. Ja, mich würde es interessieren. Muss ich leider passen, auch weil Sascha mir im Vorfeld verboten hat, mich auf diesen Podcast vorzubereiten. Ja, verboten nicht, ich wollte nur die Arbeit ersparen. Mich würde es nur interessieren, also welche Partei, also ich hatte jetzt immer mal wieder gelesen, so dass mit diesem Einwanderungsakt von 1924 oder 25 war es ja, dass das gar nicht so rassistisch also legitimiert wurde, wie man das immer gehört hat, sondern dass eigentlich nur die Leute gesagt haben, quasi so IB-mäßig, ja, die USA sind eine vorwiegend nordeuropäische, also eine predominantly Nordic Nation, war es, glaube ich, von einem Senator so gesagt worden, und das müsste man halt erhalten, diesen Charakter als vorwiegend protestantische nordeuropäische Nation. Und da würde man... Ja, das ist soweit richtig. Aber es ist natürlich auch immer eine Definitionsfrage. Also bis heute werden Weiße als Caucasians bezeichnet. Und das wird auch so in die Identifikationsdokumente eingetragen. Aber nach den damals erlassenen Gesetzen, wie diese rassischen Kategorien zu vergeben sein, zählen, glaube ich, auch Nordafrikaner, also beispielsweise Marokkaner oder so, zu den Caucasians, weil die damals, als dieses Gesetz erlassen wurde, weil Marokko da eben halt noch Teil des oder Algerien, weil Algerien noch Teil des französischen Staatsgebiets war, und ich glaube, das ist meines Wissens nie nachgebessert worden, und dementsprechend wird man eben... Ja, aber bei den Indern... Es gibt, glaube ich, auch keine Araber, Nafri, nee, aber was auch immer, Kategorie. Das Ding ist halt, bei den Einwanderungsgesetzgebungen war es ja so, dass zum Beispiel es gab ein Gerichtsurteil, wo geurteilt wurde, Inder gehören nicht mehr dazu, und das lief ja über so ein Quotensystem, soweit ich weiß, wo also, glaube ich, der Stand von 1880 oder so genommen wurde, und dann auf der Basis durften dann die Leute einwandern, was hieß irgendwie so, dass quasi so in 10 Jahren 3 Marokkaner oder so einwandern konnten. Ja, genau. Halt, also man wollte das Verhältnis der Ethnien zueinander von damals quasi einfrieren und diesen Status quo bewahren. Also das hat man ja über das Gesetz tatsächlich auch versucht. Problem ist natürlich, dass wenn du zum Beispiel sagst, wie Storm sagt, es dürfen 3 Marokkaner einwandern, ja, und weiß ich nicht, 200 Deutsche, aber dann halt 0 Deutsche einwandern und 3 Marokkaner, dann werden sie ja trotzdem mehr Marokkaner am Ende sein. Das ist ja aber nicht passiert. Also es gab ja eine sehr starke deutsche Einwanderung nach dem Ersten Weltkrieg und dann vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Also so einfach kann man sich... Das war jetzt ja nur ein Beispiel, du kannst ja alle anderen Ethnien da auch hernehmen und dann das eben diese Rechnung machen. Ja
gut, ich glaube, bei einem Land von 150 Millionen werden drei Marokkaner jetzt nicht so die große ethnische... Ja, ich weiß auch nicht, ob es drei Marokkaner waren, keine Ahnung. Also jetzt mal so. Also gibt es ja noch mehr Länder als nur Marokko und was weiß ich, ja. Ja, aber und dann kommt natürlich also noch dieses Ende der, wenn man so will, Apartheid kommt ja auch noch dazu. Mal auf meinen Punkt zurückzukommen, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du da weißt, wie das da stand, also welche Senatoren oder welche Partei eher für diese Einwanderungsgesetzgebung waren und welche dagegen. Es gab schon beim ersten Immigration Act von 1924 auf jeden Fall viele politisch einflussreiche Personen und auch Politiker selbst, die großteils aus New York stammten, die auf jeden Fall gegen diese Regelung eingetreten sind, auch mit sehr scharfen Worten, die sehr emotional geworden sind. Und das waren, wenn ich es recht erinnere, damals vorwiegend Angehörige beziehungsweise Berater und Helferlein von der Republikanischen Partei beziehungsweise republikanischer Abgeordneter. Also da hat sich im Prinzip schon ein bisschen so dieses Neokon-Unwesen abgezeichnet seinerzeit. Aber ich mag mich irren, ich habe meine Unterlagen diesbezüglich jetzt gerade nicht zur Hand. Man kann auch einfach mal nachschauen nach diesem Emanuel Seller, der durch den Deregulierungsgesetz für die Zuwanderung 1965 eben seinen Namen in die amerikanische Geschichte eingraviert hat, der auch damals schon daran beteiligt war oder versucht hat, gegen die Einwanderungsbeschränkungen vorzugehen. Müsste man einfach nur mal kurz nachprüfen, welcher Partei der angehört hat. Ich muss jetzt auch noch einen Boomer-Take bringen. Gibt ja dieses bekannte Merkel-Witz-Bild, ja, wo dann irgendwie so steht, du hast du keine Wähler mehr, müssen mehr Migranten her oder so. Was ich ja eigentlich an sich für so eine unsinnige Sache halte, weil man könnte ja auch einfach Politik eben für die Einheimischen machen und bräuchte dann eben keine Migranten, um seine Wählerbasis aufzufüllen. Aber letztendlich ist das ja genau das, was ja teilweise auch passiert mit in Amerika, ja, also die könnten genauso eben Politik für die Weißen machen, aber aus irgendeinem Grund machen sie es halt nicht, ja. Und, also ich habe gerade nachgeschaut, also Seller war tatsächlich Demokrat, aber ich bin mir persönlich relativ sicher, dass damals schon eben auch die Republikanische Partei in diese Ränke mit hineingezogen worden ist. Und wie gesagt, wer sich für die Details interessiert, der kann die geschichtlichen Aufklärungsstunden von Fash the Nation konsultieren. Da sind die mit Sicherheit mehr im Thema, als ich das jetzt so eben aus dem Ärmel schütteln könnte. Das Fash steht ja für Fashion. Ich kann mich auch erinnern, ich habe so, ja, weiß nicht, wie man das nennen soll, Videos auf YouTube gesehen, von Libtards irgendwie, die dann halt so darüber berichtet haben, dass es irgendwelche, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Rassenunruhen gab, ja. Also, aber so sozusagen von Weißen ausgehen, die dann halt irgendwie irgendwelche Schwarzen sozusagen geradet haben und das waren dann irgendwie auch Demokraten, ja. Also, und das ist noch gar nicht mal so lange her, das war glaube ich auch Ende 18. wenn überhaupt, also eben Anfang 19. Jahrhundert. Das fand ich eigentlich ganz interessant tatsächlich, dass es so lange noch so der Fall war. Ja, es gibt halt immer irgendwelche Outliers, das wissen wir ja nun. Es gab auch freigelassene schwarze Sklaven, die dann auf die eine oder andere Weise zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind und sich dann eben selbst Sklaven angeschafft haben, sowohl Weiße als auch andere Schwarze, genauso wie eben halt auch es eben so weiße Sklaven gegeben hat auf Plantagen und anderswo, nur dass es da eben nicht Sklaverei hieß, sondern Indentured Servitude, also quasi Vertragsknechtschaft, dass man eben sich selbst als Arbeitskraft sozusagen auf eine gewisse Zeit an einen Arbeitgeber vermietet hat. Also ja, was das angeht, also ist die amerikanische Geschichte... So wie man es heute auch macht, ja. Ein Stück weit schon, ja. Ist die amerikanische Geschichte tatsächlich ein Fall für sich und auch ein Fass ohne Boden, was irgendwelche historischen, moralischen und sonst wie gearteten Abgründe angeht. Und jeder, der sich da... der da irgendwie ein antiamerikanisches Klischee bestätigen möchte, wird irgendetwas finden, mit dem er zufrieden sein kann. Deswegen ist es ja auch insbesondere zu Zeiten der Präsidentschaft Trumps so leicht gewesen, der europäischen und der deutschen Gesellschaft einen Antiamerikanismus
erziehen, der ansonsten so nicht unbedingt vorhanden war. Ich meine, ich bin damals zur Schule gegangen. Ich bin damals noch zur Schule gegangen und es war eigentlich ja, also ich schätze mal, hätte da jetzt irgendjemand sich hingestellt und gesagt, grundsätzlich bin ich ja auch gegen die Trump-Regierung, aber nicht weil Trump dumm ist und was nicht alles da so die typischen Gymnasiallehrer-Argumente sind, sondern weil eben halt die Leute, die ihn steuern, eher mal aus früheren Trotzkisten hervorgegangen sind oder sonst irgendetwas, dann wäre wahrscheinlich auf dem Schulhof irgendwie vermöbelt worden oder so. Es ist halt ein großes Problem, dass all diese ganzen Entwicklungen im Prinzip seit dem Ende der Präsidentschaft Bill Clintons, der ja so ein unglaublicher Sympath und ein Teddybär und ein großer Philanthrop und so weiter war oder zumindest medial so dargestellt worden ist, was wir ja inzwischen auch ein wenig besser wissen, dass das alles so dazu gedient hat, das ohnehin in Europa vorhandene anti-amerikanische Gefühl mit scheinbarem Faktenwissen zu unterfüttern. Und insbesondere auf der Rechten, die ohnehin zu einem Gutteil nie die Revanche-Gedanken von nach 45 losgeworden ist, ist es dann natürlich umso schwerer, den Leuten zu erklären, dass es vielleicht doch die ein oder andere Sache gibt, die an der amerikanischen Politik interessant sein könnte oder dass meinetwegen das, was die Alt-Right oder Dissident-Right oder wie auch immer sie sich jeweils gerade nennt, was die dort machen, dass es zumindest eine gewisse Beachtung verdient hat, weil die eben im Hinblick auf die Nutzung der neuen Medien oder so viel weiter sind als alles, was es in Europa gibt. Also man muss dazu sagen, klar, das heißt zum einen, die sind ja immer Vorläufer so ein bisschen in der Entwicklung. Das stimmt schon. Ich meine, teilweise nimmt man dann solche Sachen ja auch. Teilweise natürlich die politische Landschaft auch eine ganz andere als bei uns, auch gerade was so eine Art Demonstrationskultur oder was auch immer angeht. Dazu muss man natürlich auch sagen, viele Leute sagen, was interessiert mich Amerika, was weiß ich. Die andere Hälfte sagt dann MAGA, ja, also ist eigentlich beides dumm. Wir kommen halt nicht drum rum, als uns für Amerika so zu interessieren. Ja, eben, weil auch wenn du dich nicht für Amerika interessierst, Amerika interessiert sich für dich. Genau, das ist eben genau das. Diese Apathie können wir uns halt nicht wirklich leisten, mehr oder weniger. Man muss sich jetzt nicht so ultra intensiv damit beschäftigen, man muss ja irgendwo eine Position eben vertreten. Vor allem, gut, in unserer Position jetzt vielleicht nicht, das macht man wirklich nur so aus reinem Interesse, aber auf Staatsebene halt auf jeden Fall, ja. Ja, ohnehin. Außer man hängt natürlich irgend so einem peinlichen Kaiserreichs Kleinbürger-Nationalismus an. Und, wir wollen ja wieder Kleinstaaten in Deutschland irgendwie auf. Ja, sowieso, das ist ganz wichtig. Wir brauchen die ganzen Herzogtümer zurück. Und ansonsten regt man sich dann eben halt am Stammtisch darüber auf, dass der eine die Grenzen von 1841 zurückhaben will und der andere die von 1937. Also ja, sorry, aber wenn das die einzigen Probleme sind, die wir haben, dann ja. Ja, gut, wobei unsere landesinternen Probleme ja eigentlich nochmal andere sind. Oder ähnliche vielleicht auch natürlich, aber ja. Achso, ich wollte übrigens noch so einen Take bringen vorhin zu den Wahlen, wo es dann heißt, ja, die Republikaner werfen den Demokraten Wahlbetrug und sonst was vor. Und es gibt ja auch öfters mal so Videos und was weiß ich, wo man dann sieht, dass irgendwelche Leute da Stimmzettel in Müll schmeißen oder vergraben oder was auch immer irgendwie vernichten. Und dann sagt man, ja, das die bösen Demokraten. Was aber auch wieder so das Einnehmen der Opferrolle ist. So, warum, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber warum fälschen die nicht selber die Wahl? So ungefähr. So, dann ist es wieder even the odds, würde der Amerikaner wahrscheinlich sagen. Trump und sein Team haben ja schon in den 2 oder 3 Wochen, ich weiß es nicht mehr so genau, vor der Wahl schon ganz konkret gesagt, wir gehen davon aus, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten versuchen werden, diese Wahl zu riggen oder zu stealen oder was auch immer. Und so werden sie es wahrscheinlich tun und das werden unsere Schritte dagegen sein. Also erstens mal, warum erzählt man sowas vorher? Ja, ich meine, erzähl halt deinem Feind, bevor er handelt, wie du darauf reagieren wirst. Das ist mit Sicherheit ja, du weißt ja, wenn man seinen Feind tötet, dann gewinnt er ja. Ja, total. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, politische Schiebereien, Wahlbetrug und das alles ist in Amerika part and parcel, wie Sadiq Khan wahrscheinlich sagen würde. Letzten Endes hätten die Republikaner in einer ähnlichen Situation unter umgekehrten Vorzeichen vielleicht auch versucht, irgendwie nochmal auf den letzten Drücker an ein paar zusätzliche Stimmen zu kommen. Und
letzten Endes möchte ich dazu auch nochmal ganz dezidiert sagen, dass dieses ganze Gerede und diese Aufregung, egal wie lange sie noch dauern wird, möglicherweise ja bis zum 14. Dezember, da ist dann, glaube ich, die Stichzeit, bis wann irgendwo eine Einigung hergestellt werden muss, bevor das Ganze dann irgendwie wirklich vor den Supreme Court geht oder so. Man kann natürlich sehr viel darüber reden. Die weltweiten politischen Großköpfe haben mit Sicherheit große Freude daran, da möglichst viel zu analysieren und sich wichtig zu machen und so weiter. Aber letzten Endes ist es zumindest für das republikanische Establishment und das Trump-Team insbesondere doch auch ein Stück weit Eskapismus, um nicht zugeben zu müssen, dass man es einfach bei seiner Kernwählerschaft verkackt hat, weil man sich nicht um sie gekümmert hat. Und, richtig, und ja. Eben, wie gesagt, wie du schon so richtig sagst, was eben so auch, sorry, das so sagen zu müssen, ein typisch rechtes Verhalten ist, sich mit Wonne eben in die Opferrolle zu werfen und stolz darauf zu sein, dass man mal wieder von den bösen Linken untergebuttert worden ist. So much for tolerant left. ja, in der verqueren Ansicht irgendwo Mitleid mobilisieren zu können, während man sich tatsächlich nur als erbärmlich darstellt. Viel interessanter ist ja nicht eben das zu machen, was eben viele machen, sondern interessanter wäre doch der Gedanke, was macht das jetzt mit dem amerikanischen System? Wahrscheinlich wird es so weiterlaufen wie bisher, aber eigentlich müsste das doch bedeuten, dass eben ein Stück weit die Leute das Vertrauen in dieses System verlieren und so weiter und vielleicht auch sich überhaupt von diesem Gedanken der Wahl abwenden oder so. Ja, aber also du glaubst nicht. Aber ich glaube, fundamental wird das noch nicht ausreichen, um da was zu verändern. Ja. Das ist wahrscheinlich das nächste Problem. Ich glaube auch gerade in der jetzigen Zeit, also in Amerika ist es halt so, du hast ein Zwei-Parteien-System, jede Seite wäre da dumm, wenn sie nicht so ohne bitten würde, weil die andere gewinnt. Aber du glaubst also nicht an den amerikanischen Cäsar sozusagen, dass Trump sozusagen dort sozusagen, selbst wenn er dort der Supreme Court oder so nicht recht geben würde, dann zu anderen Mitteln greift, um seine Position zu sichern. Der Mann ist ein Fernsehstar, oder meinetwegen auch ein ehemaliger Fernsehstar. Der weiß, wie man Krawall macht. Der hat immer die Massen auch durch sein krachiges und machohaftes und wie auch immer man es nennen möchte, Auftreten hinter sich gebracht, weil das eben etwas ist, was die Leute sehen wollen. Ja, das ist so ein bisschen wie dieser Vince McMahon oder wie er heißt vom Wrestling. Aber wo Trump, soweit ich weiß, auch in der Hall of Fame ist. Ja, ich meine, er hat da ja auch einen nicht schlechten Auftritt hingelegt bei seinem großen Ringkampf gegen CNN. Aber letzten Endes ist das eben halt auch eine Rolle, die gespielt wird. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass der Mann sich jetzt irgendwie einer Anklage wegen Insurrection oder wie auch immer sich das da nennt. Es gibt den Straftatbestand der Aufstachelung, das ist Sedition, aber ich glaube, das würde in diesem Fall nicht zur Anwendung kommen. Also letzten Endes wird er meines Erachtens anerkennen, dass er gescheitert ist. Vielleicht nochmal 2024 antreten. Es gab ja schon erste Pundit-Artikel von wahnsinnig klugen Menschen, die für extrem viel Geld solche Sachen analysieren. Ob das jetzt einen Sinn hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Die meinten, dass Trump im Prinzip schon jetzt der einzig sinnvolle Präsidentschaftskandidat für die nächste Wahl 2024 für die Republikanische Partei sei. Was man ja auch so voll 4 Jahre vorher schon so prophezeien kann. Ach, naja. Wobei man da jetzt noch, muss ich jetzt noch einhaken, ein interessanter Gedanke wäre vielleicht, ist es jetzt gut oder schlecht, dass Trump vielleicht gewonnen oder verloren hat oder wie auch immer, wie man diese ganze Lage eben bewertet. Also ich bin ja eigentlich noch eher so, dass ich sage, dass Trump vielleicht besser wäre als Biden. Je nachdem, aus welcher Sicht natürlich man das sehen will. Also auf Biden wird halt die Sache noch weiter wahrscheinlich in die Scheiße reiten, wenn man so will. Oder noch schneller oder wie auch immer, ja. Für Amerika oder wie auch immer man das nennen will, ja. Während Trump das Ganze natürlich auch nicht besser macht, sondern so ein falscher Hoffnungsträger vielleicht auch ist. Aber interessanter wäre es natürlich auch gewesen, wenn Trump gewonnen hätte, dann wären so wieder die Riots, wie man so will, wieder garantiert gewesen. Das wäre natürlich auch wieder top gewesen. Na, aber soweit ich das gesehen habe, ist es ja durchaus auch schon zu ersten Scharmützeln zwischen Black Lives Matter-Anhängern und Biden
Anhängern gekommen. Ich weiß jetzt zwar nicht genau warum, aber wahrscheinlich, weil doch irgendwo auch diejenigen, zumindest diejenigen Weißen, die Biden gewählt haben, irgendwo darauf hoffen, dass der jetzt mal dafür sorgt, dass ein bisschen Ruhe einkehrt in diesen Städten, wo teilweise seit 7 Monaten unausgesetzt geriotet und gelootet wird. Ja, die Frage ist doch, hat Biden schon in Caps Lock Law and Order getweetet, ja? Ja, genau. Aber letzten Endes muss man sich einfach mal von diesem komischen Gedanken freimachen, der eben auch so sehr amerikaspezifisch ist und das so extrem auf die konkreten Kandidaten beziehen. Denn Trump wird jetzt mit Sicherheit nicht unbedingt so autokratisch, autokephal, würden wahrscheinlich die frömmelnden Zuhörer sagen, seine ganzen Entscheidungen getroffen haben, ob man jetzt da nur Jared Kushner in die Gleichung mit einbezieht oder das republikanische Establishment, das ja damals noch weitgehend hinter ihm gestanden hat, auch wenn es jetzt ruckzuck natürlich wie die Ratten das sinkende Schiff verlassen hat. Und genauso wenig wird Biden, der ja sowieso nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne ist, die seinen Entscheidungen treffen und seine Agenda, sofern es überhaupt inzwischen eine gibt, festgelegt haben. Dementsprechend ist es viel interessanter, wer die ganzen Berater und parlamentarischen Mitarbeiter sind, die dahinter stehen. Und da weiß ich zumindest von Kamala Harris, dass ihr Staff hauptsächlich von ehemaligen Mitarbeitern von Hillary Clinton aufgefüllt worden ist und nicht etwa von Obama-Beratern und dergleichen. Also da kann man schon ungefähr draus absehen, wohin die Reise möglicherweise gehen könnte. Im Speziellen, wenn der Herr Biden gegebenenfalls innerhalb der nächsten 2 Jahre verstirbt und dann eben möglicherweise Kamala Harris die kommende Ablösepräsidentin wird. Was ich auch noch interessant fand, war, dass sich schon einige also Industriekonglomerate gemeldet hatten und dort, also die Ölindustrie hat ja gesagt, so ja, okay, wir sind mit dem Namen Biden schon bekannt und so weiter, und eines dieser Wirtschaftsgremien, das da zusammentreten soll, unter Biden besteht ja unter anderem irgendwie aus den Managern von Amazon, Google und so weiter. Also da sind, glaube ich, noch die Sollbruchlinien in der Demokratischen Partei oder in diesem progressiven Milieu drin. Also wenn jetzt wirklich... Oh ja, die Rüstungsbranche hat sich auch gleich sehr intensiv reingedrängt. Genau, ja, das also diese Leute, die eigentlich immer nur, also mit 2 Augen zu sozusagen den Establishment-Demokraten wählen, weil sie keinen Republikaner haben wollen, die eher Sanders die letzten beiden Male gehabt, also hätten wollen, oder die Yang gehabt, also die eher für Yang gewesen wären, oder Leute, die für Warren gewesen wären, dass die jetzt sozusagen, ich weiß nicht, was da die Entwicklung sein können, ob das eine dritte Partei wird oder eine Nichtwählerbewegung in den nächsten Jahren oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, dass die wahrscheinlich nicht so... Bei dritte Partei. Also das dritte Partei wird auch schwer, ja. Ja, Es wird schwer, klar, aber es ist halt so, ich glaube nicht, dass die längerfristig damit zufrieden sind, dass immer dieser Establishment-Demokrat, der irgendwie, gut, jetzt macht er halt imperiale Politik unter der Fahne und so weiter, und eigentlich ist das nur für Plutokraten interessant, die Politik, aber mit so einem ja, LGBT-Anstrich oder was auch immer, ob das wirklich lange an der Stange halten wird. Ja, muss ich kurz einhaken. Und zwar, dritte Partei wäre halt insofern problematisch. Aktuell Biden, oft ist es ja so, das ist so der vielgebrachte Take, hinter dem ich auch so ein bisschen stehe. Biden wurde nicht gewählt, weil er Biden ist, sondern weil er nicht Trump ist, ja. Und wenn du jetzt sozusagen eine Gegenbewegung machst, die dann eben, was weiß ich, wen wählt, weil er nicht Biden ist, dann wäre das ja dasselbe in Grün, ne? Wobei, es würde schon auch funktionieren wahrscheinlich, weil Biden ja auch wahrscheinlich Präsident werden könnte. Aber ja, das ist halt das Nächste. So Trump, also Biden hat ja, glaube ich, auch nicht so viele Fans, vielleicht, sondern wie gesagt eher Trump-Gegner, was halt auch... Ja, auf jeden Fall. Also ich, gerade vor diesem Hintergrund, dass es im Prinzip eine Wahl zwischen Trump und Nicht-Trump war und nicht zwischen Trump und Joe Biden. Hätte die die Demokratische Partei eigentlich zum Präsidentschaftskandidaten nominieren können, wen auch immer sie gewollt hätte. Die hätten da auch eine Schaufensterpuppe hinstellen können, die wahrscheinlich noch ein Stück weit eloquenter gewesen wäre als Sleepy Joe in seinen besten Momenten. Aber man hat eben diesen alten Mann, der teilweise nicht weiß, was er redet oder wer er eigentlich ist, dahingestellt. Mit Sicherheit, weil er in totaler Ermangelung einer eigenen, signifikant eigenständigen
politischen Agenda am ungefährlichsten für die interessierten Kreise inner wie außerhalb der demokratischen Partei, für das demokratische Partei-Establishment, wie für die Wirtschaftskreise und wer da nicht noch alles mit drin hängt in diesem ganzen politmedialen, militärisch-industriellen Geheimdienstkomplex, weil er für die eben am ungefährlichsten ist und ihnen mit Sicherheit nicht in die Quere kommt, während sie die tatsächliche Politik machen. Ich weiß, das klingt jetzt so nach QAnon und so weiter, aber so funktioniert Politik eben, nicht nur amerikanische, sondern Politik generell, dass man den Bundesrepublikanern das Verständnis und das Gefühl dafür aberzogen hat, da kann ich ja nur nichts dran machen. Ja, stimmt schon. Also dieser Deep State ist ja jetzt kein Mythos oder sonst was, ja. Also, ja, was heißt Mythos? Also Mythos ist ein dummes Wort. Es ist keine große Entdeckung. Ja, wie auch immer. Es ist nicht real, nur weil QAnon oder wie auch immer, weil die davon reden. So, ja. Das muss man halt auch mal sagen. Es gibt einfach Interessennetzwerke. Ich meine, das ist ja auch immer dieses ganze Anti-Verschwörungstheoretische, was so in den letzten 10 Jahren so hochgekommen ist, wo natürlich auch viel Schmutz dabei ist bei den ganzen Verschwörungstheorien. Aber ich meine, dass sich halt Leute in Hinterzimmern treffen und dort Sachen besprechen, die halt der Öffentlichkeit nicht so schmecken werden und dass es halt Einflussnetzwerke geben wird, die sich aus Elite-Universitäten oder gewissen politischen Parteien oder was weiß ich für Hobbys, die es dann auch im Hintergrund gibt, Stichwort Cars in Hamburg, dass sich da dadurch natürlich Netzwerke bilden, die auf die Politik Einfluss nehmen und die nicht demokratisch kontrollierbar sind. Das ist, also sollte man einfach anerkennen. Ja, sicher, aber das ist eben halt eine sehr unangenehme Erkenntnis. Ja. Und es gibt eben genug Leute, die auf sowas keine Lust haben und die stattdessen lieber daran glauben möchten, in einer politischen Religiosität, wenn man so will, dass es eben halt, dass zumindest in der Theorie eine unvoreingenommene Berichterstattung und sachlicher Journalismus möglich wäre und dass der Verfassungsschutz eigentlich nur böse Extremisten verfolgt und das Grundgesetz schützen ja, soll. Ja, sonst würde ja der Glaube, also sonst würde ja dieser elementare bundesrepublikanische Glaube an die Wirksamkeit der parlamentarischen Demokratie verloren gehen. Und das ist ja das wäre das eben Schlimmste. Dass eben Identitätspolitik etwas ganz furchtbar Böses ist, weil wir als brave Verfassungspatrioten eigentlich alle nicht an unsere persönliche In-Group denken sollten, sondern einzig und allein an die unveräußerlichen Menschenrechte weltweit und dergleichen. Ja. Das fängt ja schon bei kleineren Sachen an. Ich meine, es wäre ja schon schlimm, wenn man die Verfassung als Instrument für die Wohlfahrt des eigenen Volkes sehen würde und nicht als religiöses Dokument, was nicht zu verändern ist. Außer wenn man Rasse draus streichen will, so, also. Muss ich auch noch dazu was sagen. es ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass die Leute so extrem von diesen Dingen, die ihr jetzt gerade gesagt habt, überzeugt sind, ja. Dass sie eben sagen, ja, Demokratie ist das Beste auf der Welt und Meinungsfreiheit ist so toll und freier Journalismus und so weiter ist so toll. Und dass sie deswegen gegen all das sind, gegen die Probleme, die wir jetzt haben, sind und nicht irgendwie aus fundamental anderen Überzeugungen. Die sind ja so, das ist ja dieser vielleicht schon viel gebrachte Take, ja, die Rechten wollen die besseren Gutmenschen sein oder die besseren Demokraten oder sonst was sein. Ja, also, ja, echte Demokratie wurde noch nie ausprobiert. Genau, ja. Ich meine, man muss ja nicht mal Antidemokraten in dem Sinne sein, sondern. Will ich natürlich auch nicht. Es geht ja eher darum, sag ich mal, zu verstehen. Die Demokratie ist eben kein irgendwie von Gott diktiertes Herrschaftssystem, sondern sie ist, also, ja, warum sie jetzt da ist in Deutschland, ist nochmal eine andere Frage. Stichwort Elitenwechsel und so weiter, aber also selbst wenn man mit der Demokratie sozusagen arbeitet, dann muss man einfach bestimmte Sachen akzeptieren. Und das ist eben das, also bestimmte, ja, eben, also wie gesagt, Eliten existieren auch unabhängig von demokratischen Wahlen, gewisse kulturelle Maßstäbe existieren auch unabhängig von der Demokratie und gewisse Sachen bestehen auch vor der Demokratie und unabhängig von der. Das wären, glaube ich, wichtige Erkenntnisse, die Mehrheitsgesellschaft mal also wahrnehmen sollte. Eben, dass zum Beispiel das Volk wichtiger ist als die Demokratie zum Beispiel. Das kannst du halt einfach nicht erwarten. Ja. Du kannst es nicht erwarten, weil all diese ganzen Dinge über Jahrzehnte hinweg verzerrt dargestellt und den Leuten so eingehämmert worden sind, ob jetzt von den Medien oder in der Schule. Ich meine, jetzt gerade erst heute Abend habe ich mich ein bisschen durch meinen Nachrichten-Newsfeed gescrollt und da ist halt jetzt geht der Aufschrei rauf und runter von wegen
dass Journalisten irgendwie angepöbelt worden seien bei den Querdenken-Protesten in Leipzig war es, glaube ich. Und dass Based? Das ja, dass so von wegen Hashtag Pressefreiheit und so. Nein, das hat überhaupt nichts mit Pressefreiheit zu tun. Bloß weil ihr Journalisten seid, könnt ihr nicht einfach machen, was ihr wollt und erwarten, dass irgendwelche Demonstranten, denen ihr, keine Ahnung, die Kamera ins Gesicht haltet, dann euch als Halbgötter in Jack Wolfskin-Klamotten betrachten. All diese ganzen passiven Abwehrrechte sind allein dem Staat gegenüber einlösbar. Und ich meine, die gleichen Journalisten sind es, die dann hämisch über irgendwelche Rechtsboomer reden, wenn die von Meinungsfreiheit anfangen zu krakeln. Ja, also ich möchte da jetzt tatsächlich ganz aktiv Sam Hyde channeln und nochmal darauf verweisen, dass Pressefreiheit nicht vor Konsequenzen schützt. Ja, genau. Wenn man dann so eine Self-Defense-Situation ist ja auch, du hast gerade gesagt, das ist ja auch dieses Argument, Meinungsfreiheit heißt nicht Freiheit von Konsequenzen. Du kannst deine Meinung sagen, aber trotzdem darf ich dich Arschloch nennen dafür oder was auch immer. Darf ich dich vom Gericht zerren, das ist halt, Argument. Ja, genau, ja. Ja, stimmt, das ist, glaube ich, auch noch eine Sache, die vielleicht ja noch wichtig ist. Also ich meine, auf der einen Seite, ja, die Presse entscheidet nicht über Wahlen, aber trotzdem, die Presse ist eben in den letzten vielleicht 100 Jahren, ich meine, wir hatten das ja schon in der Weimarer Republik mit Hukenberg und so weiter, damals noch, also im weitesten Sinne auf unserer Seite, also zu einer eigenständigen Macht geworden, die eben im Großen und Ganzen entscheidet, was eben angesehen ist und was nicht, welche politische Kraft jetzt das Gute repräsentiert und was nicht und welche Politik man aus tiefstem Herzen ablehnen müsste, weil sie hier Buzzword, hier Schlagwort einfügen ist und welche nicht. Also, und das hat sich eben heute unter den Vorzeichen der Bonner Republik in Berlin sozusagen aufs Höchste und Schlimmste noch gesteigert. Das sind ja die wahren Faschisten. Wollte ich noch sagen, das ist einmal das Problem, was ich auch schon über die Republikaner, wie auch immer gesagt wurde. Ja, man drängt sich damit eigentlich selber in so eine Position, in der man sich weniger Kompetenzen eben zugesteht, wenn man sagt, ja, die sind ja gegen Meinungsfreiheit und wir sind dafür oder sonst was. Das ist so, die Gegner nehmen sich das raus, eben dagegen sein oder halt das, diese ganzen Rechte oder was auch immer beugen zu können, ja. Und nach der Logik, was die Leute alles behaupten, wäre es ja so, dass wenn wir an der Macht wären, denen das alles, was die uns jetzt verwehren, zugestehen. Naja, das muss man aber nochmal differenziert sehen, weil ich meine, was man vorher verspricht, ist nochmal was anderes, als was man dann einlöst. Also ist ja eine Politik. Ja, wobei man da halt sagen muss, das stimmt schon, wobei man da halt sagen muss, dass viele Leute halt ernsthaft auch, meine ich, irgendwie von dieser Sache überzeugt sind. Gut, das sind dann vielleicht auch nicht unbedingt die Leute, die dann das Sagen haben werden, aber ist halt dann auch wieder so. Gut. Es ist halt die Frage, mit welcher Position man da rangeht. Ich meine, man muss kein Richard Spencer sein oder sonst irgendjemand, um festzustellen, dass offensichtlich auf der politischen Rechten ein Gutteil, wenn nicht sogar ein Großteil der Leute nicht gewinnen will, wenn man das mal so formulieren möchte, sondern die möchten einfach nur in Ruhe gelassen werden. Die möchten jetzt nicht unbedingt platt gesagt an die Macht gelangen, um dann eben Macht auszuüben, sondern genau. Ja, das ist tatsächlich so. Und viele jetzt nicht mal unbedingt, keine Ahnung, AfD Protagonisten oder dergleichen, sondern einfach nur ja, Leute, die beispielsweise in Schnellroda zu den Akademien gehen oder was auch immer, werden gar nicht im ersten Moment etwas zu antworten wissen, wenn man sie fragt, wie würdest du denn diese und jene Sache politisch regeln? Wenn jetzt meinetwegen alles besser wäre und wie gewisse Leute in ihren Büchern als Fazit ihres ganzen politischen Lebens gefordert haben, das Maximalziel erreicht worden wäre und die CSU den Bundeskanzler stellt und die Chefredakteure aller großen Meinungsmedien in der Bundesrepublik ausgetauscht würden und also plötzlich totale Freiheit hergestellt wäre und man alles tun und lassen und vor allen Dingen sagen könne, was man wollte. Wie müsste dann eben tatsächlich Politik in deinem Sinne aussehen? Dann werden, denke ich mal, wenn sie die Aussicht darauf haben, einfach in Frieden gelassen zu werden und vielleicht nicht gerade ihre Kinder in Schulen schicken zu müssen, damit sie sich dort von irgendwelchen Trainees was vorlesen lassen, werden viele
schon sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut. Und so eine, Deutschland der 90er. Ja, genau. So eine illiberale Demokratie wie in Ungarn oder so, wo dann eben halt vielleicht die allergrößten Schmierblätter zugemacht werden oder so, das reicht ihnen schon völlig, weil man eben keinerlei Visionen mehr hat. Ja. Das ist so ein bisschen tatsächlich ein Problem. Die meisten denken halt völlig technokratisch. Also ich bin ja immer so ein großer Gegner davon, diese Schlagwörter wie liberal, konservativ oder sozialistisch dafür zu benutzen, weil es letztlich nicht mehr um große Ideenschulen oder sowas gehen, die ja natürlich auch eine große Vision für die Zukunft inne bergen, sondern nur noch darum, für die meisten irgendwie so, ich will dann um halb neun will ich meinen Knoppers essen und ich will meine geregelte Arbeitsstelle mit ein bisschen mehr Geld als Mindestlohn und der Wirtschaftsstandort Deutschland soll weiter existieren und blablabla. Also das ist für die meisten eher so die Vision und diese Vision dann aber bitte ohne Randgruppe XY, die ein bisschen nervig ist, also bitte ohne Linke oder muss oder weiß nicht, die Leute, deren Geld man lieber an die Oma zahlen sollte oder was auch immer, also irgend so eine Gruppe halt, so die dann für diese Leute nervig ist und die dann raus sollte, aber ansonsten soll das System weiter seinen Lauf nehmen und da ist dann also quasi Ende der Geschichte, aber bitte ein bisschen angenehmer. Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich denke, das ist eine der wesentlichen Krankheiten, mit denen das Milieu oder die Szene oder mit welchem ausgelutschten Trendforscherbegriff man die Rechte belegen möchte, dass das wirklich eines der Hauptprobleme ist, das man dort hat. Und dann ist das eigentlich auch, also würdest du sagen, ganz guter Abschluss für die Sendung, weil wir ja tatsächlich schon eine gute Länge erreicht haben. Die Leute schalten sowieso nach 5 Minuten ab, weil das so ADHS-Menschen sind. Nee, Quatsch. Natürlich nicht. Wenn ihr das gehört habt, liked den Beitrag, ja. Ja, YouTube-Statistiken zeigen, dass nur 25% von euch Abonnenten sind. Hatte ich halt noch ein lustiges Bild gesehen auf Insta. Alles klar. Hatte ich dir auch geschickt. Jedenfalls. Ja, du musst überlegen, dass bei 17 Verfassungsschutzbehörden eben halt schon allein dadurch eine ganz hohe Zuhörerzahl reingespült wird. Ja, also liebe höhere Beamte des Verfassungsschutzes, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte jetzt. Ja. Gönnt mal Abo, ja. Ja. Liked Abo. Ansonsten folgt uns auf allen sozialen Medien. Favorisieren. Genau. Mit dem Kehrwert multiplizieren. Und damit beende ich das Gespräch.